Hallo, heute möchte ich mal nach Lüdenscheid fahren zum Einkaufen in die Fußgängerzone. Und das war leider wieder im typischen regnerischen Wetter, was wir dieses Jahr fast dauernd haben. Aber aus Zeitgründen auch mal mehr oder weniger direkt die Straße entlang, die leider eigentlich fürs Fahrradfahren nicht so gut geeignet ist. Und dann wollen wir mal losfahren. Jetzt geht es also erstmal das erste Stück wirklich an der Hauptstraße entlang, bis wir dann unten in der Hart auf den neuen Fahrradweg kommen. So, die Hauptstraße haben wir jetzt geschafft. Jetzt sind wir auf dem Radweg. Da dürfte es jetzt ein bisschen sicherer sein. Hier ist jetzt in den letzten Tagen das Gras gemäht worden zwischen Straße und Radweg und auch hinter der Leitplanke auch das Gras weggemacht. Die Büsche und Bäume wachsen aber munter weiter. Hier müssen wir jetzt über die kleine Nebenstraße und die Brücke, die andere Seite der Hauptstraße. Und dann geht da der Radweg wieder weiter. So, hier geht es mit dem Radweg wieder weiter. Bis zum Fersendreieck kurz vor der Autobahn. Hier ist der Radweg jetzt gleich erstmal zu Ende und man muss ein Stück über den Mehrzweckstreifen an der Landstraße vorbeifahren und dabei auch die Autobahn ein- und ausfahrten überqueren, was nicht so schön ist. Der Mehrzweckstreifen ist hier häufig zugeparkt, sodass das heute noch relativ frei ist, aber man normalerweise hier fast über die Fahrbahn die ganze Zeit fahren muss. Hinter der kommenden Kreisverkehrskreuzung gibt es dann wieder einen Fahrradstreifen auf der Fahrbahn eingemalt. Also nicht wirklich sicher abgetrennt, aber besser als direkt auf der Fahrbahn zu fahren. In der Kreuzung ist der Radweg jetzt gleichzeitig auch Busspur. So hat man also nichts mit PKWs und LKWs zu tun, aber zumindest die Busse legen auch
belegen auch die Fahrbahn. Hier endet jetzt die Busspur und damit auch der Radweg. Und jetzt muss man wieder zwischen den Autos herfahren. Hier darf man also jetzt ein Stück mit auf den Bürgersteig fahren, was aber hier vorne bei der Bushaltestelle auch schon wieder sehr eng wird. Hier biegen wir jetzt in die Altstadtstraßen ab, da ist wieder etwas ruhiger. Hier ist jetzt Fußgängerzone, das heißt Fahrrad schieben ist angesagt. Jetzt verlassen wir wieder die Fußgängerzone und fahren dann wieder über die Straße zurück. Wegen dem Verkehr auf der Hauptstraße bleiben wir das erste Stück noch ein bisschen hier in der Altstadt, aber zum Schluss. Müssen wir leider wieder auf die Hauptstraße. Ein kleines Stück ist noch Bus- und Fahrradspur, aber das endet dann auch gleich am spätestens an der Kreuzung. Das Schild Fahrräder frei auf dem Fußweg gilt nur für diese 20 Meter hier und danach ist der Fußweg dann auch wirklich viel zu eng.
hier ist jetzt wieder ein Randstreifen am Rande der Fahrbahn, ein bisschen abgetrennt von den PKWs. Hier ist jetzt Schluss getan, die ich vorhin auch dran anfangen habe. Ich habe einen ziemlich blöden Versatz. Seitlich hier fängt jetzt der Fahrradweg wieder an. Das haben auch Fußgänger geplant und keine fahrenden Verkehrsplaner. Jetzt für den Rückweg fahre ich nicht den Radweg, die Serpentinen runter, die wir vorhin hochgefahren sind, weil ja der untere Teil von der Kreuzung in der Hart bis nach Herscheid ohne Standstreifen direkt an der Hauptstraße entlang geht. Deswegen fahre ich jetzt hier zwar einen leichten Umweg, dafür aber über eine ruhige einspurige oder anderthalbspurige Nebenstraße. So, jetzt haben wir die Steigungen geschafft. Von jetzt an kann man mehr oder weniger rollen lassen. Aber das Problem ist halt, wenn man von Lüdenscheid nach Herscheid fahren will,
Man muss entweder über die Hauptstraße fahren mit dem entsprechenden Autoverkehr, wobei ja an dem Teil auch noch nicht mal Stand- oder Mehrzweckstreifen an der Fahrbahn ist und auch die Fahrbahn selber ziemlich holprig ist, ziemlich Flachlöcher. Und wenn man aufwärts fährt, ist man ja auch langsamer und muss ein bisschen mehr balancieren. Deswegen fahre ich da normalerweise entweder hier lang über die Gasbahn Oberholte oder die andere Seite über Berchhagen. So, damit sind wir jetzt wieder zurück am Hallenplatz von unserer kleinen Einkaufsfahrt nach Lüdenscheid. 29 Kilometer ungefähr und 1 Stunde 20 reine Fahrzeit. Zum Glück ohne Regen. Ist also inzwischen doch wieder etwas heller geworden. Und ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt ein bisschen besser ist als bei den letzten Tests, weil ich jetzt mit der Hero 11 Mini am Lenker montiert gefilmt habe, aber die Hero 11 Mini steckt in einer Schaumstoffhülle, die die Windgeräusche reduzieren soll. Ich hoffe, sie reduziert nicht auch die Lautstärke zu sehr, aber das werde ich mir dann gleich zu Hause ansehen. Jetzt erstmal einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Video.